super viele Leute, die zu uns kommen und die bei uns lernen wollen, die fragen, was kann ich tun, um erfolgreich zu werden? Und da liegt schon der erste Fehler. Bleib dran, denn dieses Video ist mega wichtig, wenn es dir darum geht, dass du tatsächlich sehr, sehr viel Geld verdienst und nicht nur irgendwie mal so ein bisschen rumprobierst oder so oder dieses Nice-to-have-Denken hast, sondern wenn du es wirklich vorhast, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, ist dieses Video absolut essentiell für dich. Also, Arbeiten und Geld verdienen steht in keinem ursächlichen Zusammenhang. Wird dich vielleicht überraschen, ist aber so. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sehr viele Menschen, die sehr viel und hart arbeiten, ganz wenig Geld verdienen. Denk mal so an Krankenhäuser, ans Pflegepersonal und so weiter. Es gibt noch viele, viele andere Berufe. Ich könnte sehr viel aufzählen. Dir fällt wahrscheinlich selbst genug ein. Und möglicherweise gehörst du ja sogar dazu und sagst ja, bei mir ist es auch so, ich arbeite sehr viel und verdiene trotzdem nicht so viel, wie ich gerne würde. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Menschen, die sind steinreich und die arbeiten überhaupt nicht so sehr viel. Und ich habe tatsächlich meine erste Million mit sehr, sehr viel harter Arbeit hinbekommen. Das ist zu kriegen, ja, das ist zu schaffen. 14 Stunden Arbeit, anderthalb Jahre am Stück waren dafür notwendig und vorher schon relativ viel Klarheit und sehr viel Branchenerfahrung auch, um das hinzubekommen. Das war möglich, aber ich hatte danach auch einen Hörsturz. Also das möchtest du vielleicht nicht haben. Deshalb rate ich dir dazu, es anders zu machen, so wie wir es inzwischen machen und wie wir es auch allen unseren Klienten raten, nämlich weniger zu machen. Und in deinem Kopf gibt es jetzt vielleicht einen Knoten und dein Gehirn sagt, das ist ja gar nicht möglich. Wenn ich jetzt weniger arbeite, dann kann ich ja nicht mehr verdienen. Aber das ist natürlich nicht wahr, weil wenn du das Richtige machst, verdienst du ein Vielfaches von dem, was du bis jetzt überhaupt je gehabt hast. Und zwar auf eine sehr, sehr viel leichtere Art und Weise. Ich arbeite inzwischen noch so zwischen 2 und 6 Stunden am Tag, habe aber mehr als ein Unternehmen, muss man wirklich sagen. Und alle sind profitabel, also und wir sind im Millionenbereich. Ja? Also das muss man einfach auch dazu sagen und trotzdem arbeite ich nicht mehr so viel. Und ich habe diese Ergebnisse erzielt, die großen Ergebnisse, erst dann, als ich aufgehört habe mit dem, was eben alle machen, nämlich viel arbeiten und zu meinen, sie würden dann mehr verdienen. Das ist Quatsch, das wird nicht passieren. Deshalb macht es Sinn, wenn du dir dieses Video anschaust, um einfach zu gucken, was kannst du bei dir umstellen, wie kannst du deine Möglichkeiten verändern und ausschöpfen, sodass es anders viel, viel leichter geht und dass du wirklich Geld verdienst. Mindset spielt eine endlose Rolle. Also das, was du denkst, was in dir stattfindet, aber nicht nur, was du denkst, sondern auch dein Zustand, in dem du dich befindest. Also du bist ja Schöpfer deiner Realität und dieses Bewusstsein, was du bist, was in dir drin ist, dieses große Bewusstsein, nenn es Seele, nenn es Higher Self, nenn es einfach nur großes Bewusstsein, es ist egal, ja, welchen Namen du dem Ganzen gibst, das ist imstande, Ergebnisse zu erzielen, von denen träumst du nur. Aber das ist auf deine Zusammenarbeit angewiesen. Dein Bewusstsein, nenn es Seele, nenn es Higher Self, ganz egal, das ist imstande, sehr, sehr viele Wege zu finden, wie du sehr viel Geld verdienen kannst. Aber es ist auf deine Zusammenarbeit angewiesen und ja, das musst du einfach wissen. Ganz wichtig ist, dass du dich erst einmal traust. Wenn du in deiner Mühle feststeckst, in so einem Hamsterrad feststeckst und die ganze Zeit arbeitest, wirst du keine Zeit haben, Geld zu verdienen. Ganz einfach. Und ganz wichtig ist auch, dass du in der Lage bist, mit deinem Bewusstsein herzustellen, als hättest du die Millionen bereits oder was, welche Summe auch immer du dir wünschst oder den Zustand, den du dir wünschst, ja, dass du das bereits erreicht hättest. Denn nur so ist der Weg, dass du tatsächlich finden kannst, wie kannst du es praktisch in der Umsetzung machen. Und wenn du in diesen Zustand reingehst und den musst du wirklich halten, das heißt, es ist nicht etwas, was du mal kurz machst oder wo du mal sagst, naja, ich möchte mir das gerne vorstellen, aber eigentlich kann ich es nicht oder ich stelle mir mal kurz vor, wie es wäre, wenn ich Millionär wäre und dann schießt mein Kopf dazwischen und sagt schon wieder, nein, das geht ja gar nicht, weil und dann kommen 1000 Argumente und so weiter.
Solange du das hast, diesen Mix, diesen Mischmasch, dieses ständige gegen dich selbst zu argumentieren, solange kann ich dir sagen, wird es sehr, sehr schwer sein, so etwas zu erreichen. Weil deine Glaubenssätze, also das, was du denkst, dein Zustand, deine Energie, dein Bewusstsein eben, sind dafür zuständig, ob du erfolgreich wirst, ja oder nein. Und wenn dein Bewusstsein sagt, ich muss viel arbeiten oder vielleicht auch, es ist total unrechtmäßig, viel Geld zu haben, wenn man nicht mega hart dafür gearbeitet hat. Oder geldreiche Leute sind charakterschwach, Geld verdirbt den Charakter und so weiter und so weiter. Solange da noch irgendetwas lagert im Hintergrund, was dich quasi davon abhält und was dir immer wieder sagt, nee, eigentlich darfst du das nicht, ja, eigentlich ist es dir gar nicht erlaubt, viel Geld zu verdienen, solange wird es ohnehin nicht klappen, ja. So. Wenn du dann deine Glaubenssätze eliminiert hast und hast sie gedreht und bist in der Lage, diesen bewussten Zustand vom Millionärsein, von Reichtum, von Erfolg zu halten, über einen längeren Zeitraum, 24 Stunden und so weiter, dann bekommst du Impulse. Die bekommst du auch schon vorher, aber du wirst sie möglicherweise vorher missverstehen oder wirst Sachen für Impulse halten, die keine sind. Das hatten wir alles schon. Also ich erinnere mich an eine VIP-Kundin, die ich mal hatte und die war auch so ein Hustler. Da ging es immer drum um viel Arbeiten und dann lief es nicht sofort bei ihr, wie sie sich's vorstellt. Und dann sagte sie, ich habe den Impuls, ich soll einen Funnel bauen, ja. Und dann hatte sie irgendwie so eine Idee für einen Mega-Funnel. Das kann tatsächlich mal als Impuls kommen, aber in ihrem Fall schien mir das ziemlich unwahrscheinlich, weil es bei ihr nämlich genau darum ging, sowas nicht mehr dauernd zu machen. Ja, und dann stellte sich natürlich hinterher heraus, dass es gar nicht ein Impuls war, sondern es war halt ihr Verstand, der immer wieder dazwischen gefunkt ist. Jetzt ist es aber so, dass dein Verstand halt nicht in der Lage ist, etwas zu produzieren, was völlig neu ist. Das kann dein Kreatives sein, ja, das kann das. Also dein kreatives inneres Sein ist in der Lage, so etwas wie eine Quantentheorie zu entwickeln und all diese Dinge, die Menschen erfunden haben auf dieser Welt, ja, das können wir mit einem Teil von uns, aber dieses normale Denken, was Menschen machen, das ist eher im Kreis rumdenken oder ein Reproduzieren von bereits vorhandenen Gedanken und Glaubenssätzen. Und solange das noch stattfindet, wirst du das nicht schaffen. Also das heißt, damit musst du aufhören. Und wie hörst du damit auf? Indem du dich dafür entscheidest. Indem du dich dafür entscheidest und es umsetzt. Das heißt also, du entscheidest dich dafür, du denkst diesen ganzen Kram nicht mehr. Und jedes Mal, wenn du dich dabei erwischst, sagst du, ah, erwischt, ist ja schon wieder spannend, was ich hier gerade denke. Und ich möchte aber lieber eigentlich was anderes denken. Etwas, was mir wirklich weiterhilft. Und dann gehst du wieder in den Zustand rein. Ja, das erfordert etwas Disziplin und vielleicht auch Mühsal, kann sein, du empfindest es so. Auf jeden Fall wirst du merken, du kommst besser drauf, dir geht's besser. Und genau das ist der Zustand, in dem dann die echten Impulse kommen, in dem du dann wirklich kreieren kannst. Darum geht's. Und so machst du die Millionen, und zwar leicht.